Diese Veranstaltung ist organisiert von verschiedenen Organisationen, ATTAC, die Linke, die Montagsdemo. Staatsdienst wahrscheinlich klemmt, dass wir Lehrer werden sollen oder so. Ja, das ist scheiße, das will keiner. Welche Aktionen mit Bars, Flyern,
von denen ich mit dem politischen Richtung absolut fehl am Platz bin. Komm mal, komm hier nicht mehr rein. Wer sich nicht dran hält, ist vielleicht der Meinung, es ist trotzdem zu machen. Muss die Gruppe halt darüber abstimmen, was passiert. Soll alles sehr demokratisch passieren. Anzeichen für Zustimmung. Ein paar Mal gesehen, das sind die beiden Hände. Sehr schön. Was ist mit eigenem Flyer, die jemand sich ausdenkt? Wenn du es rüberbringen kannst, dass es nur deine Meinung ist, nur für dich und nicht in deiner politischen Richtung zählt, sondern auf Stimmfang gehst, kann es sich die Gruppe anschauen, abstimmen, ob es erwünscht ist. Wer ist die Gruppe? Jeder kann seinen Beitrag dazu leisten, indem er da bleibt, was vorbeibringt. Einchecken. Jeder bestimmt, wie weit er geht und wann er sich entfernt. Wenn jemand Mic checkt und er redet zu lang, einfach die Welle, damit er langsam merkt, dass es zum Ende kommen kann. Brauchen wir noch andere Anzeichen? Das Veto. Klassisch mit einem X. Das heißt dagegen. Klassisch mit Mic-Check. Lass die Person, die redet, aussprechen. Ruft nicht dazwischen. Gib ihm Zeit, seine Formulierung auszuführen. Wenn er zu schnell wieder was nicht anderes anfängt, dann dafür haben wir das Zeichen mit der Welle. Wenn man halt einer es macht, merkt es. Wenn es dann 5 bis 10 machen, müsst ihr es auf jeden Fall kapieren, dass ihr zu lange uns verstehen. Wer ist dafür, dass man jemand die Hand zieht? Dann geben wir die Hand und lassen das mit dem Mic-Check. Mic-Check möchte ich, dass es vorbehalten wird für wirklich wichtige Informationen. Das heißt, irgendwie, da ist eine Messe-Geschichte, die da gerade läuft. Wir sind hier total am Feiern. Wenn man was wirklich Wichtiges sieht, zum Beispiel eine kleine schmeißende Bierflasche auf den Boden, solche Sachen. Mic-Check sollte wirklich was wirklich immens Wichtiges sein, mehr nicht. Ja. Mic-Check, haut ab. Können wir vielleicht eine Redeliste machen, weil wenn jeder die Hand schickt, verliert man den Überblick, wer hat es gemacht und einer sollte eine Redeliste. Wir sollten das erstmal testen. Möchten wir das testen mit der Hand? Wer ist die Redeliste? Probieren wir es mit der Hand. Möchte jemand was erzählen, was sie bedrückt, was für Erfahrungen er mitgeben kann? Ich würde gerne direkt, das habe ich auch im Livestream aus der
sozusagen den Denkaspekt für diese globale Veränderung sozusagen, dass wir da in Gange kommen, halte ich das für eher kontraproduktiv, da wir die gleichen Mechanismen bedienen, die wir auch sonst im Alltag und an den Tag. Wie gesagt, ich habe keine andere Lösung momentan dafür, aber ich bin nicht wirklich glücklich damit, weil sozusagen etwas vorgebietet und nachgebietet wird. Das ist eigentlich eins der Hauptprobleme, die Menschheit insgesamt begeht. Ich persönlich bin nicht, aber ich habe auch keine andere. Was wichtig ist, wer sich in diesem Kreis befindet, wir haben zwei entscheidende Regeln, dort keine Drogen und kein Alkohol. Wer gerne Bier trinkt und was anderes macht, gerne so weit, dass es nicht in dem Camp passiert und dass man auch keine Rückschlüsse darauf zieht. Wir wollen hier nicht irgendwie diffamiert werden oder als irgendwelche Menschen dargestellt werden, die einfach nur aus Langeweile und aus Bock da sind, um sich zu betrinken oder einfach eine kleine Party draus zu machen. Hi, Jack. Ich glaube, dass weder Stand auf Fantasie braucht. Ich glaube auch, dass für seine Überzeugung einzustehen, da sehr wohl Spaß haben darf. Aber prinzipiell, das, was du gerade gesagt hast, das ist richtig. Ich glaube, ich sehe mich aus, wenn man da sehr viel Leben hat. Ja, aber es geht. Grundsätzlich hat er recht. Mein Tag.
die Hand. Okay. Macht das so? Also, ich würde sagen, das sind zwei unterschiedliche Meinungen. Die beide ihre Daseinsberechtigung haben, wir stimmen einfach ganz stumpf dafür. Okay? Also wer ist dafür, dass Widerstand Fantasie und auch Spaß machen soll? Wenn es okay ist. Das muss auch Spaß machen. Was meinst du damit? Ja, wenn man mal ein Bier trinkt, ich spreche dich nicht. Ich komme hier nicht mit einer Kiste Bier an. Wo ist die Grenze? Ja, ich habe mich, er hat das richtig gesagt. Wir sind hier beim Livestream und ich mache mir hier eine Dose Guinness auf. Und das könnte auch falsch sein. Wenn ich dazu. Also, dieses Alkohol- und Drogenverbot, dabei geht es einfach darum, dass möglicherweise einfach es sein kann, dass wenn Presse da ist und die ein Foto machen und jemand trinkt gerade ein Bier, dann geht das in die Zeitung und dann geht die Foto möglicherweise in den Regionalzeitungen rum. Dann sind wir, dann können wir einfach als Säufer oder Punks bezeichnet werden, selbst wenn es nicht ist. Ja, das wäre, dann werden wir weniger ernst genommen, weil wir haben ja. Deswegen bin ich auch, also, das ist echt. Ja, also das war halt alles. Und nehmen. Ich versuch's mal ohne, weil ich eine sehr laute Stimme habe. Natürlich bin ich auch nicht gegen ein Bier, obwohl ich selber keins trinke, deshalb würde ich grundsätzlich mal dagegen abstimmen. Aber Fakt ist, ich habe viel über Demonstrationen und Blockaden im Internet gelesen und recherchiert. Ja. Und zumindest andernorts hat Polizei Drogenabhängige und Besoffene aus Parks bezahlt, um diese Demonstrationen zu unterwandern, um dort Unfrieden anzuzetteln und anzustiften, damit die Polizei einen Grund hatte, gewaltsam vorzugehen und das alles abzuräumen. Und diese Gefahr sehe ich leider, wenn wir anfangen, Bier zu trinken. Ja. Wollen wir weiter darüber diskutieren oder abstimmen? Ich wollte gerne eine Erfahrung von der Pharma erzählen. Ja, es geht mir gerade um das. In der Pharma sind Leute gekommen, die betrunken waren. Sage das nur, das muss eine gewisse Ordnung, eine mindestens Ordnung irgendwie bewahren. Und nicht, dass sie verwechseln, wir mit diesen Leuten. Die sind zu uns gekommen, haben gestritten, sehr gewaltig. Später kommt die Polizei, die haben natürlich das getrennt. Aber diese Dinge, natürlich hat mit einem Bier nichts zu tun, aber
hat zu tun mit Leuten, die zu uns kommen können. Deswegen müssen wir eine gewisse, weiß ich nicht, ein paar Leute, die Ordnung tragen, gewaltfrei, aber für Ordnung sorgen müssen. Ich trinke Bier, ich liebe Bier, aber ich trinke es nicht hier ganz einfach. Wer ist gegen Alkohol innerhalb des Camps? Falls jemand dagegen ist, einfach ruhig. Wer ist dagegen? Wer ist für Alkohol im Camp? Bei dir streckt sich das Camp. Das werden wir in den nächsten Tagen sehen. Ja, sehr gut. End the fight! End the fight!